Auf Steam ist Manor Lords das mit Abstand gefragteste Strategiespiel des Jahres. Und am 26. April könnt ihr euch endlich selbst in die Early Access Fassung auf dem PC stürzen und herausfinden, ob das Ding dem riesigen Hype gerecht wird. Wir haben schon vorab eine Version bekommen und nicht nur stundenlang bildhübsche Mittelalter-Siedlungen hochgezogen, sondern auch schon die eine oder andere Schlacht geschlagen. Denn in Manor Lords gibt's eben nicht nur gemütliche Aufbaustrategie, sondern auch ein richtiges Kampfsystem mit allem drum und dran. Und genau darauf wollen wir uns in diesem Video konzentrieren. Hier zeigen wir euch, was ihr von den Kämpfen in Manor Lords erwarten könnt, wenn die Early Access Fassung an den Start geht. Bessere Bildqualität, mehr Frames und eine deutlich flüssigere Darstellung. Erlebt jetzt die Power von NVIDIAs leistungsstarken AI-Technologien DLSS und DLSS Frame Generation auf Grafikkarten der GeForce RTX 40er Serie mit der Horizon Forbidden West Complete Edition. Gleich mal vorneweg, zum Launch wird es in Manor Lords keinen Multiplayer geben. Streng genommen bietet das Spiel nicht mal vollwertige KI-Gegenspieler, denn in der Early Access Version gibt es erstmal nur eine Map mit drei Modi, die sich aber nur darin unterscheiden, ob und wie oft ihr in Scharmützel geratet. Eure Gegner können auch noch nicht selbst bauen oder eigene Siedlungen verwalten, daran arbeiten die Entwickler nämlich noch. Stattdessen schicken sie einfach ab und zu Einheiten auf die Map oder beanspruchen bestimmte Regionen für sich, die ihr dann zurückerobern könnt. Das gesamte Spiel findet nämlich auf einer größeren Karte statt, die in mehrere Sektoren unterteilt ist. Ihr startet in einem Gebiet am Kartenrand, baut dort langsam eure erste Siedlung auf und könnt dann weitere neutrale Zonen einnehmen. Das allein wäre auch noch gar kein Problem. Allerdings erscheinen in den Gebieten auch regelmäßig Banditenlager. Die Plünderer schauen dann ab und zu bei euch vorbei, stehlen Ressourcen und, wenn's richtig blöd läuft, setzen sie sogar eure ganze Siedlung in Brand. Damit das nicht passiert, bildet ihr deshalb schon früh ein paar Kämpfer aus. Das ist dann allerdings kein stehendes Heer wie in einem Total War. Stattdessen kommandiert ihr ausschließlich Milizen. Eure Kämpfertrupps bestehen also immer aus euren Dorfbewohnern. Das heißt, wenn eure Truppen im Kampf fallen, fehlen sie euch danach in eurer Siedlung als Arbeitskräfte. Das Rekrutieren geht kinderleicht. Sobald ihr einen Trupp zusammenruft, holen eure Männer automatisch Waffen und Rüstungen aus ihren Häusern und treffen sich beim festgelegten Sammelpunkt. Das klappt schnell und zuverlässig. Und genauso flott könnt ihr die Kämpfergruppen auch wieder auflösen, wenn ihr eure Dorfbewohner lieber wieder an die Arbeit schicken wollt. Um Fußsoldaten, Bogenschützen, Stangenwaffen und Speerkämpfermilizen auszubilden, braucht's kein extra Training oder eine Kaserne oder sowas. Aber ihr müsst die nötige Ausrüstung in euren Hofstätten herstellen und einlagern. Für einen Trupp Bogenschützen benötigt ihr also nicht nur ausreichend Dorfbewohner, sondern auch eine große Ladung Bögen. Die werden beim Pfeilmacher hergestellt und verbrauchen dabei jede Menge Bretter. Da müsst ihr dann also für ausreichend Ressourcennachschub sorgen. Wartezeiten fallen dann aber nicht an. Habt ihr alles hergestellt, was ihr braucht, genügt ein Klick und schon ziehen die Einheiten aufs Schlachtfeld. Später, wenn ihr ein Herrenhaus errichtet habt, könnt ihr noch stärkere Gefolgeeinheiten ausbilden. Außerdem könnt ihr mit genügend Reichtum auch Söldner anheuern, die allerdings monatlich bezahlt werden wollen. Darauf könnt ihr anfangs aber noch ganz locker verzichten. Das nötige Geld dafür hat man nämlich sowieso noch nicht. Als erstes werdet ihr wahrscheinlich eine Gruppe von Banditen abwehren müssen. Auf den ersten Blick eine simple Geschichte, da reichen ein paar Nahkämpfer, ein Rechtsklick und schon ist die Sache geritzt. Bei genauerem Hinschauen entdeckt man aber auch Feinheiten im Kampfsystem, die deutlich über andere Aufbauspiele hinausgehen. Zum Beispiel könnt ihr eure Truppen in Formationen aufstellen und anordnen. Wenn Einheiten Seite an Seite kämpfen, erhalten sie dafür einen Moralbonus. Per Doppelklick könnt ihr eure Truppen auch rennen lassen, dadurch sind sie zwar deutlich flotter, ermüden allerdings auch schnell, was ihre Kampfleistung deutlich schwächt. Außerdem gibt's ein paar nützliche taktische Optionen. Zum Beispiel könnt ihr euren Schildträgern sagen, dass sie sich vor Pfeilbeschuss schützen oder sich defensiv verhalten sollen. Dadurch halten sie länger durch, was dann aber auf Kosten der Angriffskraft geht. Bogenschützen sind im Nahkampf nutzlos.
können aber auf die Ferne ziemlich präzise in Salven feuern. Alternativ lässt man sie auch nach eigenem Ermessen anlegen, was dann auf kürzere Distanzen effektiver ist. Ihr könnt sie sogar anweisen, Friendly Fire zu ignorieren, dadurch feuern sie selbst dann noch auf Gegner, wenn die sich schon längst mit euren Nahkämpfern kloppen. Das sorgt also für extra Schaden, allerdings werden schlimmstenfalls auch eure eigenen Einheiten getroffen. Damit die Banditen nicht ständig bei euch auf der Matte stehen, solltet ihr nach und nach ihre Lager auf der Map angreifen und beseitigen. Da genügt es schon, wenn eine Einheit das Zelt berührt. Als Belohnung erhaltet ihr dann entweder Regionsvermögen, also Gold, das ihr dann im benachbarten Gebiet zum Handel einsetzen könnt, oder ihr sackt es für eure Kriegskasse ein und mehrt euren Einfluss, mit dem ihr dann beispielsweise weitere neutrale Gebiete besiedeln könnt. Irgendwann werdet ihr dann vielleicht ein Gebiet beanspruchen wollen, das schon der Gegner eingenommen hat. In dem Fall werdet ihr zum Kampf aufgefordert. Andere diplomatische Optionen gibt es nämlich noch nicht. Die sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt ins Spiel eingebaut werden. Die Truppen vom Gegner kommen dann einfach vom Kartenrand reinspaziert. Hier solltet ihr dann mit einer schlagkräftigen Truppe anrücken und euch auch die Umgebung genauer anschauen. Wenn Einheiten bergauf marschieren, sorgt das beispielsweise für Ermüdung. Bogenschützen sind auf freier Fläche effektiver, Nahkämpfer können dagegen bei Bäumen etwas Schutz finden. Es kann sich also lohnen, die Position der Einheiten im Blick zu behalten, Gegner zu umrunden oder sie auch mal an eine bestimmte Stelle zu locken. Das ist schon ziemlich cool gemacht und es wirkt natürlich nochmal beeindruckender, wenn man bedenkt, dass Manor Lords größtenteils von einem einzigen Indie-Entwickler ausgetüftelt wurde. Aber das Spiel ist eben noch nicht fertig und vieles wirkt noch unausgereift. Das gilt auch für die Kämpfe, was man vor allem beim Balancing merkt. Welche Werte sich da wirklich auswirken, welche Einheiten wo und wann ihre Stärken ausspielen und welche Ausrüstung im Vorteil ist, das alles muss man sich noch ein bisschen zusammenreimen. Wir haben zum Beispiel mehrere Kämpfe gegen eine ausgeruhte Übermacht ohne nennenswerte Verluste gewonnen, aber warum und wie, das wissen wir bis heute eigentlich nicht so genau. Ja, Manor Lords ist schon richtig schick und es inszeniert die Kämpfe auch ziemlich stimmungsvoll, aber es ist eben auch noch eine riesengroße Baustelle, in der euch ständig irgendwelche Platzhalter entgegenlachen und in der viele Spielelemente noch ziemlich rudimentär wirken. Und das gilt auch für die Kämpfe. Ein kleines Total War sollte man deshalb nicht gleich erwarten, zumal der Schwerpunkt von Manor Lords ohnehin eher auf dem Siedlungspart liegt. Trotzdem geht das Kampfsystem schon deutlich weiter als in den allermeisten Aufbauspielen und damit liefert es schon jetzt eine vielversprechende Grundlage. Mit dynamischen KI-Gegnern, die auch Siedlungen verwalten können, spannender Diplomatie und mehr Einheitentypen, könnte eines Tages daraus sogar ein richtig toller Mix aus Aufbau und Echtzeittaktik entstehen. Aber bis es soweit ist, haben die Entwickler noch eine ganze Menge Arbeit vor sich, für die sie auch das ganze Feedback der Community auswerten wollen. Und genau dafür ist so ein Early Access schließlich auch da.